Wir treffen Philipp Kerr im Luxushotel Adlon. Der Schriftsteller war öfter hier in den letzten Jahren, um zu recherchieren. Denn seine Romanfigur Bernie Gunther ist angestellt im Adlon als Hoteldetektiv. In Kerrs bislang letztem Buch Die Adlon-Verschwörung. Berlin 1934. Die Nazis sind seit einem Jahr an der Macht. Bernie Gunther ist keiner von ihnen. Im Gegenteil, er hält sie für gefährliche Schwachköpfe. Allerdings bleibt ihm nichts anderes übrig, als immer wieder mit den Nazis zusammenzuarbeiten. As well as being a good detective. Er ist nicht nur ein guter Detektiv im moralischen Sinn, er ist doch einfach gut in seinem Job. Und damit ist er nützlich für die Nazis. Sie benutzen Leute wie ihn, um das Gesetz für ihre eigenen Zwecke zu umgehen. Was war der Grund, einen Detektiv im Dritten Reich zu erfinden? Mich interessierte, wie es wohl war, ein ganz gewöhnlicher Deutscher zu sein in den 30er Jahren und kein Nationalsozialist. Aber ich denke auch, dass die Ereignisse zu der Zeit so wichtig waren. Meiner Ansicht nach war die Machtergreifung der Nazis das bedeutendste historische Ereignis seit der Reformation. Die Adlon-Verschwörung beginnt wie jeder Bernie-Gunther-Roman mit einem scheinbar harmlosen Fall. Ein Hotelgast liegt tot auf seinem Bett. Zimmer 210. While the doctor worked his trade. Während der Doktor seiner Arbeit nachging, schaute ich mir noch mal die Leiche an. Rubusch war ein schwerer Mann gewesen mit kurzen blonden Haaren und einem fetten Gesicht. Von der Seite betrachtet wirkte sein Körper wie ein Ausläufer des Harzgebirges. Ich war sicher, dass es einen Grund gab, weshalb er mir bekannt vorkam, außerdem, dass er im Adlon wohnte. Bernie Gunther entspricht dem Typ des amerikanischen Hardboiled Detective. Die Krimi-Ikone Raymond Chandler hat ihn berühmt gemacht. Seine Figur Philip Marlowe wirkt wie ein amerikanischer Verwandter von Bernie Gunther. Er ist ein typischer Berliner. Er hat einen sehr trockenen und schwarzen Humor, sogar einen ziemlich aggressiven Humor. Das mag ich. Ich mag die Tatsache, dass Berliner genauso unfreundlich sein können wie ich. Bernie Gunthers Fall kriegt schnell eine politische Dimension. Es geht um Korruption beim Bau des Olympiastadions für die Spiele 1936. Kerr erzählt, wie eiskalte Karrieristen und Gangster aus den USA einen Boykott der Spiele verhindern, um ans große Geld zu kommen. Dass Olympia stattfand, für den Schriftsteller eine fatale Entscheidung. Ich denke, das hatte gravierende Auswirkungen. Es gab Hitler mehr Macht, seine Pläne umzusetzen, wie zum Beispiel den Anschluss Österreichs. Ich denke, der Erfolg der Spiele 1936 hat dazu beigetragen, Hitler die geistige Kraft zu geben für viele Dinge, die danach passiert sind. Philipp Kerrs Bücher wurden allein in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Und von einem spanischen Verlag bekam die Adlon-Verschwörung den mit 125.000 Euro höchst dotierten Krimipreis der Literaturszene. Kerr hatte seine Bernie-Gunther-Reihe Ende der 80er Jahre gestartet. Nach 3 Büchern folgten zunächst viele andere Romane. Doch seine Leser wollten den Detektiv zurück. 2006 erschien der erste von 3 weiteren Romanen. Mir fallen nicht viele Leute ein, die die Chance haben, nach 15 Jahren zu ihrer Romanfigur zurückzukehren. Ich meine, Conan Doyle hat Sherlock Holmes gekillt und erweckte ihn ziemlich schnell wieder zum Leben. Das Problem habe ich nicht, denn ich habe Bernie noch nicht umgebracht. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich mit ihm weitermachen kann. Im zweiten Teil der Adlon-Verschwörung schickt Kerr Bernie Gunther nach Kuba. 1954 sieht er in Havanna seine große Liebe wieder. Und er trifft auch den Mann, der ihn 20 Jahre zuvor in Berlin um ein Haar umgebracht hätte. Jemand hatte die Wände umdekoriert. Sie sahen aus, als wäre Jackson Pollock vorbeigekommen und hätte sich mit einem Eimer roter Farbe ausgetobt. Nur, dass es keine Farbe war. Es war Blut. Jede Menge Blut. And lots of it.
Zum Abschied verrät uns Philip Kerr, dass der nächste Bernie Gunther-Roman so gut wie fertig ist. Er wird im September in England erscheinen. Beim nächsten Mal schickt er seinen Detektiv in den Krieg gegen die Sowjetunion.